Ich bin krank. Die anderen gehen jetzt wandern auf den Berg, essen Schnitzel mit Pommes. Yoshi, selbst der Dennis hat gerade eben wie gesagt, war's? Seine Füße tun anstrengend. Sauer. Meine Füße tun weh. Also ich werde mich heute keinen Weg. Okay, ich glaube, ich gehe da nicht auf. Und Chris, wie war's bei dir? Ich wäre gern mitgelaufen. Nein. Doch. Ich fühle mich Chris. Oh. Hallo. Hi. Guten Morgen, Yoshi. Guten Morgen. Oh, wo geht's hin? Ins Freibad. Ins Freibad. Und wieso müssen wir das so leise sagen? Weil wegen dem... Nein, sag mal. Ich weiß nicht, wo meine Brotbüchse ist. Weil der Marlon hässlich ist. Weil der Marlon so tut, als wäre er krank und dann kommt er nicht mit ins Freibad. Weil er denkt, wir würden wandern und deswegen stellt er sich krank. Und richtig. Und wenn wir jetzt ins Freibad kommen, dann sagt er auf einmal, ach, ich fühle mich auch doch so gefunden. Wir sind da schon wach. Wow, ein perfektes Wetter. Ah, du hast die Blumen heute noch nicht bekommen. Wen haben wir denn da? Bitte lass die Tür einfach mal. Guten Morgen. Morgen. Da sind Leute. Alles klar. Seid ihr schon gehypt? Olaf heißt übrigens ja. Olaf. Oli, bist du gehypt? Bist du gehypt? Nein, überhaupt nicht. Ich bin die Ruhe selbst. Freust du dich aufs Schwimmbad? Total. Seid ihr gehypt? Auf jeden Fall super gehypt. Freut euch schon aufs kühle Nass? Ja, finde ich okay. Wird es gleich trocken oder nass? Trocken war es. Aber wieder okay. Weiß ich nicht. Chris, mit was fahren wir jetzt? Wohin? Mit der Linie 1 nach Oberstdorf, also Richtung Oberstdorf, in nach Lietzland ins Freibad. Jawohl, und freust du schon drauf? Da kommt der Bus, Josh. Chris, wir sind bald da. Ist bald da. Yoshi, ja. Wir sind jetzt da. Schön da hin. Erika, auf der Heide blüht ein kleines Blümlein. Wir sind jetzt da. Ja. Ja. So, dann kann ich sagen, hallo, ich bin 16 und habe ein großes Alkoholproblem. Yeah.
normal. Julian, ja. Wie war es heute für dich? Entspannt war es heute. Und nass. Nass, ja. Quatschnass. Und als wir draußen waren, sautrocken und heiß. Ja, jetzt wird es nochmal anstrengend hier, der Berg noch. Berg noch? Oh, mal ein Foto. Der wie der Meerschatz sagt, ah, ich gehe den Berg noch. Vielleicht sieht es nicht steil aus, aber dieser Weg ist ja steinig und hart. Und für so einen Fettsack wie mich ist das noch doppelt so hart. Komm, Chris, schneller! Jawohl. Hallo. Das ist Till. Guck dir mal den an. Der ist glücklich. Der gönnt sich, gell? Uli! Olaf! Und wie fandest du das Schwimmbad? Gut. War voll anstrengend heute. Ja. Wir haben uns eben verlaufen hier hoch. Wie verlaufen? Also wir sind den falschen Weg hoch. Wir haben den Weg hier hochgenommen. Dennis hat uns mit Kinderliedern beschallt. Das war sehr schön. Alles unfertig. Was gibt's denn essen? In der Heimat. Blüht ein kleines Blümelein. Julia, dampft's. Hä? Wie viele brauchen wir denn? Reichen zwei? Und los, Herr Olaf, eine Stunde. Richtig. So toll, Julia. Ich mach hier gar nichts. Mach der Grill. Holland. Du hilfst. Holland. Was kochen Sie da? Bananenchips. Ach du Scheiße. Lächel mal an die Kamera. So, und jetzt? Julian. Ich weiß nicht weiter. Was soll ich tun? Das ist wurscht. Was hast du denn da eben noch 100, ja? Ah! Hat er schon Hunger? Ja. Und alt. Lars, rutscht schon aufs Essen. Der kann alles umändern. Alles. Das sah ich dir. Oh. Julian! Oh. Hey. Tschüss! Und weg ist er. Ja, oh ja, das ist natürlich. Verdacht. Oh. Gestern auf Pass. Was isst du heute Nacht? Die E-Zigarette. Was ist Witterstein? Das ist ein. Und wie hat es dir da gefallen? Ja. Oh, gut. Welche Leute liefen auf dem Witterstein? Der Yoshi. Und wie hat es dir da gefallen? Und eben 21. Jahrhundert. Ich fand die Wassertemperatur im Schwimmbad sehr angenehm. Also ich fand's auch gut. Ja. Und wie fandet ihr es da insgesamt? Ja. Auch wieder klasse. Auch super organisiert. Bis jetzt wieder. So, wir waren vorgestern in der Breidachklamm. Wie fandest du den Weg dorthin und wieder zurück? Naja. Und wie fandest du es da insgesamt? Gut und kalt.